Liebe Pforzheimer, wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Wir müssen zusammenstehen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Einigkeit, dass wir uns nicht spalten lassen. Das Recht, dass wir uns unsere Grundrechte nicht nehmen lassen. Und die Freiheit, wir lassen uns die Freiheit nicht rauben. Seid ihr einverstanden? Ich bin Publizist, YouTuber und Theologe. Ich bin Dr. Lothar Gassmann, gebürtiger Pforzheimer. Und ich habe auf meinem Kanal schon etliches veröffentlicht über diesen ganzen Wahnsinn, auch auf Telegram. Vor einigen Tagen haben wir eine Gruppe gegründet, Christen gegen die Impfpflicht, auf Telegram. Und jetzt stehen wir ja kurz vor Weihnachten, vor Heiligabend. Und stellt euch vor, ihr wollt am Heiligabend zum Gottesdienst gehen. Und auf der Kirchentür steht, Zutritt nur für 2G. Oh ja, das ist kein Witz. Es gibt leider immer mehr auch Gemeinden, Kirchengemeinden, die so etwas machen. Ich kann das nicht verstehen. Denn Jesus hat gesagt, alle dürfen zu ihm kommen. Und ich möchte euch einfach sagen, Jesus schließt niemanden aus und auch nicht an Weihnachten und auch sonst nicht. Und deshalb wollen wir auch als Christen, soweit wir hier Christen sind, wir sind auch Atheisten und alle möglichen Richtungen, aber auch als Christen, uns wehren gegen solche Ausgrenzung. Ich bin von der Bibelgemeinde Pforzheim in der Nordstadt und wir haben uns angeschlossen einer Aktion, die heißt, wir schließen niemanden aus. Und ich möchte vielleicht erwähnen, es kam gestern die Meldung rüber, dass man jetzt auch wieder studieren kann in Baden-Württemberg. Habt ihr das auch gehört? Die 2G-Regel wurde gekippt. Und in Nordrhein-Westfalen wurde sie auch gekippt für die Läden, für die Einkaufsgeschäfte, wie ich gehört habe. Wir sehen, dass diese Dinge illegal sind. Und in den USA gab es ja Verbote auch von Gottesdiensten ein ganzes Jahr lang fast. Eine Gemeinde in Los Angeles hat sich gewehrt und hat Recht bekommen, sie dürfen sich wieder versammeln. Und der Staat musste $800.000 Strafe zahlen an diese Kirchengemeinde, die sich versammelt hat. Und das gilt nicht nur für Kirchen, das gilt für alle Bereiche, Universitäten oder Einkaufsgeschäfte, Einzelhandel. Wir müssen einfach uns wehren, juristisch oder auch persönlich und wie auch immer. Und das nicht einfach kampflos hinnehmen. Ich möchte noch zitieren ein paar Sätze von der Aktion Wir schließen niemanden aus. Da gehören wir auch dazu und da heißt es, als christliche Kirchen und Gemeinden blicken wir dankbar auf die über 70-jährige Geschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zurück. Es hat uns sowohl die Freiheit des Glaubens und Bekenntnisses als auch die ungestörte Religionsausübung garantiert, gemäß Artikel 4 Grundgesetz. Und dann sagen wir, und leider ist das nicht überall der Fall. Ja, danke. Ah, wir kennen uns. Hallo. Ah, danke. Ein wunderbarer Sänger ist das hier, muss ich mal sagen. Wir kennen uns. Genau. Ja, die unterzeichnenden Gemeinden versprechen hiermit, ihren realen Gottesdienst für alle Menschen offen zu halten und dafür weder eine Impfpflicht noch eine Testpflicht einzuführen. Also bei uns in der Gemeinde könnte auch ohne Test kommen und ohne Impfpflicht. Aber wir haben nicht Platz für alle, aber irgendwann, wenn wir unseren Neubau fertig haben in der Bauschlotter Straße, da haben wir dann Platz für 600 Menschen. Aber ich will jetzt hier keine Werbung machen.
So, also, bei uns gibt es weder Impfpflicht noch Testpflicht, aber die normalen Abstandsregeln natürlich schon, das ist klar. Aber das Motiv dieser Entscheidung ist nicht die Auflehnung gegenüber der Obrigkeit, sondern allein der Gehorsam gegenüber dem Gebot unseres Herrn. Wir sind fest davon überzeugt, mit dieser Entscheidung zugleich einen heilsamen Dienst an unserer Gesellschaft zu leisten. Also Vorsichtsmaßnahmen schon, soweit es im Rahmen ist, aber wir niemand ausgrenzen. Übrigens für die Christen unter uns, die Jahreslosung für nächstes Jahr heißt, Jesus Christ, alle dürfen zu mir kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten.